Nutzen ohne zu besitzen. Das ist das Motto der Share Economy. Insofern könnte man ja fast sagen, nukleare Teilhabe ist ganz modern. Aber man muss sich schon gut überlegen, was man nutzen will. Und deswegen ist die nukleare Teilhabe anders als das Carsharing sehr umstritten. Das war sie, seitdem es sie in der NATO gibt. Und immer wieder in der Geschichte der NATO gab es Phasen, in denen die nukleare Teilhabe in den Fokus des öffentlichen Diskurses rückte. Das Jahr 2020 ist wieder so ein Jahr. Die SPD-Führung war es diesmal, die die Diskussion angestoßen hat. Denn nicht nur hat sich das transatlantische Verhältnis unter der Regierung von Donald Trump massiv verändert und deutlich verschlechtert, sondern es stehen auch wichtige rüstungspolitische Entscheidungen an. Nukleare Teilhabe bedeutet ja nicht nur, dass wir es dulden oder wollen, dass amerikanische Atomwaffen auf deutschem Boden stationiert sind, sondern auch, dass die Bundeswehr die Fähigkeiten vorhält, amerikanische Atomwaffen im Einsatzfall auch zu bedienen. Das müsste jetzt wieder erneuert werden für die Luftwaffe. Und die Frage ist, wollen wir das? Es ist wieder ein Punkt, an dem man diese Entscheidung bewusst treffen muss. Wie sie getroffen werden soll, ist umstritten. Und heute Abend wollen wir verschiedene Positionen dazu hören. Und wir freuen uns, dass wir sehr renommierte und engagierte Diskutanten für unsere Podiumsdiskussion gefunden haben. Und ich übergebe nun an Uwe Trittmann, Studienleiter bei der Evangelischen Akademie zu Berlin, der uns durch diesen Abend führen und die Diskussion moderieren wird. Uwe, herzlich willkommen. Ja, ganz herzlichen Dank, dir lieber Patrick, auch Ihnen, liebe Frau Radeke-Engst. Sehr gerne habe ich dem Wunsch entsprochen, dass wir hier in einer Dreierkooperation diesen Abend zusammen verantworten. Und bevor wir jetzt gleich in das Thema einsteigen, auch von meiner Seite aus im Namen der Evangelischen Akademie zu Berlin, wünsche ich uns allen hier und Ihnen an den Bildschirmen hoffentlich mit gut ausgestatteter und funktionierender Technik einen interessanten und nachdenklichen Abend. Wir wollen beginnen mit einem Grußwort, will ich es eigentlich gar nicht nennen, vielleicht Impuls, Einstieg in die Thematik von Karin Hinrichs. Sie ist seit kurzem geschäftsführende Direktorin des Friedensinstitutes in Freiburg, ein Institut in der Evangelischen Hochschule in Freiburg, neu gegründet und eingeweiht im Januar diesen Jahres, das sich zur Aufgabe gemacht hat, interdisziplinäre Forschung und Lehre im Bereich Friedenspädagogik und Friedensarbeit zu fördern. Zuvor war sie Kirchenleitungsmitglied in der Evangelischen Landeskirche in Baden. Frau Hinrichs, Sie haben das Wort. Danke Ihnen für Ihr Kommen. Um einen theologischen Beitrag zum 5. Potsdamer Friedensdiskurs bin ich gebeten worden. Es geht um das Thema Atomwaffen und der genaue Titel ist als Entweder-oder-Frage formuliert. Nukleare Teilhabe in der NATO, Friedensgarant oder Konflikttreiber. Nun sind solche Fragen oft ganz hilfreich, um eine Diskussion in Gang zu bringen, die ja gleich folgen soll. Trotz des Verständnisses für diese gesprächsdidaktische Funktion möchte ich zunächst ein paar Anmerkungen zu den Begriffen im Veranstaltungstitel machen. Nukleare Teilhabe in der NATO, das ist ein Fachbegriff und zugleich ein beschönigender Ausdruck für die Tatsache, dass Deutschland und andere europäische Staaten, die nicht selbst im Besitz von Nuklearwaffen sind, sich den Atomwaffenmächten USA, Frankreich und Großbritannien und der zugrunde liegenden Abschreckungsdoktrin angeschlossen haben. So unterhalten zum Beispiel die Niederlande, Deutschland und Italien Stationierungslager für US-amerikanische Atomwaffen, unterstützen deren Modernisierung, stellen die Trägersysteme zur Verfügung
und sind im sogenannten Ernstfall mitverantwortlich für den Einsatz. Damit unterstützen diese Teilhabeländer eine Verteidigungs- oder Abschreckungspolitik, die letztlich aus der dauerhaften Drohung gegenüber dem Gegner besteht, durch den Einsatz von Atombomben zahllose Menschenleben zu vernichten und ganze Landstriche radioaktiv zu verseuchen. Im Zusammenhang mit der nuklearen Teilhabe wird auch von einem atomaren Schutzschirm gesprochen. Doch angesichts des unsagbaren menschlichen Leids und der Zerstörung, welche die Atombombenabwürfe vor 75 Jahren in Hiroshima und Nagasaki angerichtet haben, sehe ich diese Metapher als eine extrem zynische an und will sie nicht verwenden. Zu den beiden anderen Begriffen, Konflikttreiber und Friedensgarant. Hier ist zu fragen, was unter Konflikt und Frieden verstanden wird. Wer oder was kann ein Friedensgarant sein und für wen? Welche Konflikte sind gemeint, die angetrieben werden? Die neuen Atomwaffenstaaten und ihre jeweiligen Verbündeten sind, abgesehen von der Tatsache, dass sie diese Waffen besitzen, testen und lagern, in vielfältiger Weise an aktuellen Macht- und Interessenskonflikten beteiligt, auch an unterschiedlich heißen, gewaltsamen Konflikten und Kriegen. Die Frage nach den Nuklearwaffen ist also nicht mehr und nicht weniger als eine von vielen wichtigen Fragen nach Konflikttreibern und Konfliktprävention, nach den Geltungsbereichen des internationalen Rechts und des humanitären Völkerrechts sowie nach einer Zivilisierung der Sicherheitspolitik. Gewiss wäre es ein großer Schritt in Richtung Frieden, wenn das Verbot von Atomwaffen, das die Vereinten Nationen am 7. Juli 2017 mit einem völkerrechtlichen Vertrag mit großer Mehrheit beschlossen haben, eines Tages in Kraft tritt und die nukleare Teilhabe beendet wird. Und doch wird auch das leider keinen Frieden garantieren für die Millionen von Menschen, die derzeit unter Krieg, Flucht und Hunger und sämtlichen anderen Formen von Unfrieden und Gewalt leiden. Mit anderen Worten, ich gehe davon aus, dass bei dieser Veranstaltung unter Frieden wesentlich mehr verstanden wird als die Abwesenheit von Krieg oder Atomwaffen im westlichen Europa. Soweit meine Anmerkungen zum Titel. Was ist nun theologisch zu sagen und wie stehen die christlichen Kirchen zu Nuklearwaffen? Ein kurzer Abriss der kirchlichen Stellungnahmen allein im deutschsprachigen Raum zeigt eine interessante und keineswegs lineare Entwicklung. Sie schwankt zwischen eindeutiger Ablehnung und einer befristeten Bejahung von Atomwaffen, zwischen einem Nein ohne jedes Ja und einem sowohl als auch. Einige Stationen der friedensethischen Debatte seien genannt. Vor 75 Jahren und solange die Menschen eine klare Erinnerung an die Schrecken des Zweiten Weltkriegs und durch die Berichte über Hiroshima und Nagasaki eine Vorstellung von der Zerstörungskraft der Nuklearwaffen hatten, überwog die Ablehnung dieser Massenvernichtungswaffen und überhaupt des Krieges als Mittel der Politik in allen kirchlichen Stellungnahmen. Ein Beispiel ist das bekannte Wort der Gründungsversammlung des Ökumenischen Rates der Kirchen 1948 in Amsterdam, Krieg soll nach Gottes Willen nicht sein. In Europa folgte in den Jahren darauf die Gründung der NATO, die deutsche Wiederbewaffnung und die atomare Aufrüstung ungeachtet aller Protestbewegungen. In der evangelischen Kirche in Deutschland wurde in der gesamten langen Zeit des Kalten Krieges heftig gestritten, gerade auch um die Atomwaffen und die Abschreckungsdoktrin. Mit den Heidelberger Thesen von 1959 wurde ein sowohl als auch formuliert, das einen vagen binnenkirchlichen Konsens festhielt. So wurde dazu aufgefordert, ich zitiere,
die Zeit der Abschreckung zu nutzen, um die Logik und den Geist der Kriegsführung zu überwinden. Bis in die Gegenwart wird über die achte These gestritten, die lautet, die Kirche muss die Beteiligung an dem Versuch, durch das Dasein von Atomwaffen einen Frieden in Freiheit zu sichern, als eine heute noch mögliche christliche Handlungsweise anerkennen. Schon damals wurde gefragt, mit welcher theologischen Legitimation die Kirche das angeblich muss und welche Befristung einer heute noch möglichen christlichen Handlungsweise zugestanden werde. 20 Jahre später, 1979, sorgte der NATO-Doppelbeschluss für neue heftige Debatten auch in den Kirchen. Die niederländisch-reformierte Kirche beschrieb die ethische Legitimierung von Atomwaffen als eine theologische Frage, genauer als Frage nach der Glaubwürdigkeit des Bekenntnisses zu Jesus Christus und erklärte den Status Confessionis. Dem schlossen sich weltweit verschiedene Kirchen und Gemeinschaften an, nicht jedoch die EKD. Diese führte in ihrer Friedensdenkschrift von 1981 aus: Die Kirche muss auch heute, 22 Jahre nach den Heidelberger Thesen, die Beteiligung an dem Versuch, einen Frieden in Freiheit durch Atomwaffen zu sichern, weiterhin als eine für Christen noch mögliche Handlungsweise anerkennen. Diese sei aber, so weiter, nur in einem Rahmen ethisch vertretbar, in welchem alle politischen Anstrengungen darauf gerichtet sind, Kriegsursachen zu verringern, Möglichkeiten gewaltfreier Konfliktbewältigung auszubauen und wirksame Schritte zur Senkung des Rüstungsniveaus zu unternehmen. Ganz ähnlich äußerte sich die Deutsche Bischofskonferenz von 1983 in ihrem Wort Gerechtigkeit schafft Frieden und noch im Jahr 2000 in einem Hirtenwort. Daneben gab es in den großen Kirchen Deutschlands bis 1990 in Ost- wie in Westdeutschland immer Basisinitiativen sowie Einzelstimmen, auch unter den Bischöfen und leitenden Geistlichen, die eine Neuorientierung der christlichen Friedensethik forderten und für ein Ende der nuklearen Abschreckungspolitik eintraten. In der ökumenischen Bewegung entwickelte sich indes schon ab der fünften Vollversammlung des ÖRK 1975 in Nairobi parallel zur weltpolitischen Entspannungspolitik eine neue ökumenische Friedensethik und Friedensbewegung. Die sechste Vollversammlung des Ökumenischen Rates der Kirche 1983 in Vancouver rief zum konziliaren Prozess für Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der Schöpfung auf. Sie nahm auch zu den Atomwaffen Stellung und formulierte: Wir glauben, dass für die Kirchen die Zeit gekommen ist, klar und eindeutig zu erklären, dass sowohl die Herstellung und Stationierung als auch der Einsatz von Atomwaffen ein Verbrechen gegen die Menschheit darstellen und dass solches Vorgehen aus ethischer und theologischer Sicht verurteilt werden muss. Gefordert wurde ein völkerrechtliches Instrument zur Ächtung von Atomwaffen. Ich mache wieder einen großen Sprung von mehr als 25 Jahren in das neue Jahrtausend hinweg über alle weltpolitischen Entwicklungen der 80er und 90er Jahre, in denen der 1987 in Reykjavik beschlossene INF-Vertrag einen herausragenden Meilenstein darstellt und zu einer deutlichen Verringerung des Atomwaffenarsenals führte. Bekanntermaßen wurde der INF-Vertrag 2018 von US-Präsident Trump und dann vom russischen Präsidenten Putin aufgekündigt. Die friedensethische Diskussion in den Kirchen ist in diesen Jahrzehnten durch die ökumenische Bewegung und verschiedene Stellungnahmen des ÖRK immer wieder neu befruchtet worden. Das ursprünglich in den ökumenischen Versammlungen in der DDR entwickelte Leitbild des gerechten Friedens wirkte sich in der gesamten Ökumene und auf die evangelische Kirche in Deutschland aus. In der Friedensdenkschrift von 2007
aus Gottes Frieden leben, für gerechten Frieden sorgen, sprach der Rat der EKD unter anderem die Frage der Atomwaffen an und erklärte, die Tauglichkeit der Strategie der nuklearen Abschreckung sei in der Gegenwart fraglich geworden. Weiter heißt es nun, aus der Sicht evangelischer Friedensethik kann die Drohung mit Nuklearwaffen heute nicht mehr als Mittel legitimer Selbstverteidigung betrachtet werden. Welche Folgen daraus zu ziehen seien, blieb jedoch umstritten. So standen auf der einen Seite die Befürworter einer vollständigen nuklearen Abrüstung, die aus einem Teufelskreis wechselseitiger Bedrohungsvorstellungen herauskommen wollten. Auf der anderen Seite standen diejenigen Ratsmitglieder, die weiter auf Nuklearwaffen als politische Waffen mit dem Zweck der Abhaltung, wie es nun hieß, setzten und für eine stufenweise atomare Abrüstung plädierten. Vereinfacht gesagt, sind dies bis dato die beiden einander gegenüberstehenden grundsätzlichen Positionen in der EKD, möglicherweise auch bei der Diskussion heute Abend. In der jüngsten Kundgebung der EKD-Synode vom November 2019 heißt es, die Aufkündigung des INF-Vertrages erhöht noch einmal das Risiko einer nuklearen Aufrüstung. Je länger Atomwaffen produziert, modernisiert, weiterentwickelt und einsatzbereit gehalten werden, desto größer ist die Gefahr, dass es zu einem Einsatz von Atomwaffen und zu einem katastrophalen Unfall kommt. Es hat sich gezeigt, dass der Atomwaffenbesitz vor Angriffen mit konventionellen Waffen nicht schützt. Dass auch von deutschem Boden in Büchel atomare Bedrohung ausgeht, kann uns nicht ruhig lassen. Die Tatsache, dass es noch immer 16.000 Atomwaffensprengköpfe auf der Welt gibt und in den vergangenen Jahren keine Abrüstung im Rahmen des Nichtverbreitungsvertrages gelungen ist, zeigt, dass der Atomwaffenverbotsvertrag überfällig ist, der 2017 aufgrund einer Resolution der UN-Generalversammlung ausgehandelt wurde. Die Kundgebung der EKD-Synode schließt mit dem Appell an die Bundesregierung, konkrete Schritte einzuleiten mit dem Ziel, den Atomwaffenverbotsvertrag zu unterzeichnen. Damit hat die EKD-Synode sich in dieser Frage der Position vieler Kirchen in der Ökumene, besonders der Friedenskirchen und des europäischen Netzwerkes Church and Peace angeschlossen, die seit langem für eine friedensethische Neubewertung nuklearer Abschreckungsstrategien und die Unterstützung eines völkerrechtlichen Verbotes von Nuklearwaffen geworben haben. Auf römisch-katholischer Seite ist dieses Umdenken schon seit einigen Jahren deutlich erkennbar. Papst Franziskus hat seit seinem Amtsantritt die internationalen Abrüstungsbemühungen aktiv unterstützt und immer wieder Stellung genommen zu den Atomwaffen. Er hat zunächst die zivilgesellschaftliche humanitäre Initiative unterstützt und dann ICAN, die internationale Kampagne zur Abschaffung von Nuklearwaffen. Im November 2019 besuchte Papst Franziskus die Stadt Nagasaki und sagte, dieser Ort macht uns tief bewusst, welchen Schmerz und Schrecken wir Menschen einander zuzufügen fähig sind. Und weiter, der Frieden und die internationale Stabilität sind unvereinbar mit jedwedem Versuch, sie auf der Angst gegenseitiger Zerstörung oder auf der Bedrohung einer gänzlichen Auslöschung aufzubauen. Sie sind nur möglich im Anschluss an eine globale Ethik der Solidarität und Zusammenarbeit, im Dienst an einer Zukunft, die von der Interdependenz und Mitverantwortlichkeit innerhalb der ganzen Menschheitsfamilie von heute und morgen gestaltet wird. Soweit Papst Franziskus. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche den Teilnehmern des Potsdamer Friedensdiskurses, ganz gleich auf welche Weise sie dabei sind, angeregte Diskussionen.
Ja, ganz herzlichen Dank, liebe Frau Hinrichs, Ihnen für diese einleitenden Worte. Alles, was ich sozusagen mir auch aufgeschrieben hatte, wesentlich kürzer natürlich, zusammenfassender, kann ich mir ersparen und wir können gleich sozusagen in medias res in die Thematik einsteigen. Bevor wir das tun, mit den anderen Beteiligten und sicherlich da auch sehr unterschiedliche Gewichtungen nochmal zu dieser Grundfrage der politischen Ethik, aber auch sicherlich von tieferer Bedeutung, fast ideologisch oder religiöser Bedeutung in dieser Frage diskutieren werden, will ich Ihnen die Beteiligten ganz kurz vorstellen. Wir werden auch in dieser Reihenfolge dann gleich vorgehen. Anschließend Zeit haben, nochmal auf dem Podium aufeinander zu reagieren. Und dann wollen wir selbstverständlich auch Ihnen natürlich die Möglichkeit geben, so Sie denn per Chat-Funktion Fragen oder Kommentare an uns richten wollen, diese dann auch gezielt an die Mitwirkenden weiterzugeben. Zunächst, lieber Herr Rudolph, herzlichen Dank, dass Sie den Weg hier nach Potsdam gefunden haben. Herr Rudolph ist Politikwissenschaftler und seit vielen Jahren an der Stiftung Wissenschaft und Politik, einem der großen Denkfabriken, Politikberatungsinstitutionen in Berlin tätig. Seine Schwerpunkte sind unter anderem die transatlantischen Beziehungen, die Außenpolitik-Evaluation und die Legitimität militärischer Gewalt, also Fragen politischer Ethik unter anderem. Dazu gehört dann eben auch die Frage nuklearer Abschreckung oder der nuklearen Teilhabe, die daraus folgt. Im Mai ist von Ihnen kürzlich noch eine aktuelle grundlegende Studie dazu erschienen, Deutschland, die NATO und die nukleare Abschreckung. Herzlichen Dank nochmal. Wir beginnen dann gleich mit Ihnen. Nicht hier auf dem Podium in Potsdam, aber dabei in Hamburg, Oberst Professor Dr. Matthias Rock. Er kann aus dienstlichen Gründen leider nicht dabei sein, hier vor Ort. Er ist Soldat und leitet seit gut 2 Jahren das an der Führungsakademie der Bundeswehr in Hamburg angesiedelte German Institute for Defense and Strategic Studies. Dieses Institut kooperiert dabei eng auch mit der Universität der Bundeswehr in Hamburg. Matthias Rock ist aber auch Mitglied der Synode der Evangelischen Kirche in Deutschland und hat in diesem Rahmen auch an dem schon von Frau Hinrichs erwähnten Beschluss auf der letzten Synode der EKD in 2019 unter anderem eben auch zur Frage der nuklearen Abschreckung mitgewirkt. Herzlichen Dank und ein herzlicher Gruß von dieser Stelle schon einmal nach Hamburg. Dann Franka Brücken. Last but not least, sie ist angehende Ärztin und promoviert zurzeit an der Charité, wenn ich das richtig gelesen habe. Sie engagiert sich seit mehreren Jahren in der internationalen Kampagne zur Abschaffung von Atomwaffen, ICAN kurz abgekürzt, der Organisation, die für ihr Engagement 2017 den Friedensnobelpreis bekommen hat. Sie ist dort mitverantwortlich für die Öffentlichkeitsarbeit und Bildungsprojekte und zusätzlich gehört sie auch dem internationalen Board der IPPNV, also der Internationalen Ärztevereinigung zur Verhütung des Atomkriegs, Ärzte in sozialer Verantwortung an. Auch Ihnen herzlich willkommen. Angesichts der knappen Zeit, also keine weiteren langen Einleitungen mehr, wir befassen uns heute, es ist schon gesagt worden, 75 Jahre nach den Atombombenabwürfen auf Hiroshima und Nagasaki, mit einem zeitweise schon überwunden geglaubten Thema, sowohl in den Kirchen als auch in der Politik.
dass aber jetzt angesichts der aktuellen weltpolitischen Realitäten und auch Rivalitäten wieder sehr aktuell geworden ist. Nukleare Teilhabe in der NATO, Friedensgarant oder Konfliktbarometer. Sicher ein wenig überspitzt formuliert, aber doch so etwas wie eine Gretchenfrage für die deutsche Außenpolitik. Darauf wollen wir heute Abend eingehen und uns von den Expertinnen und Experten sozusagen ein Stück in unserer eigenen Entscheidungsfindung auch mit auf den Weg nehmen lassen. Nochmals herzlichen Dank und ich darf Sie, Herr Rudolph, bitten. Vielen Dank für die Einladung, sehr geehrte Damen und Herren hier im Raum, zu Hause oder wo auch immer Sie zuhören. Ich werde als Politikwissenschaftler recht nüchtern über dieses moralisch aufgeladene Thema sprechen. Für den einen oder die andere vielleicht zu nüchtern, aber das ist vielleicht durchaus angebracht, um Sie zu dem Thema nochmal hinzuführen und vielleicht auch zu einigen Schlussfolgerungen. Nukleare Abschreckung ist zurück. Sie war nie weg, aber sie war aus dem Bewusstsein verschwunden. Sie ist zurückgekehrt aufgrund der Großmachtrivalitäten. Zunächst natürlich der Konflikt Russland, NATO, Russland, USA. Verstärkt natürlich der Konflikt, der große Konflikt zwischen USA und China, der auch eine nukleare Dimension hat. Und die Rüstungskontrolle ist nicht nur am Stagnieren, sie ist am Erodieren. Und der letzte Vertrag zur nuklearen Rüstungskontrolle läuft noch bis Anfang nächsten Jahres. Wird der START-Vertrag, New START, wie der heißt, nicht verlängert, dann ist jedes Rüstungskontrollregime, jeder Rüstungskontrollvertrag in diesem Bereich ad acta gelegt. Und ein drittes Problem ist sicherlich nicht nur Großmachtrivalitäten, Erosion der Rüstungskontrolle. Auch neue Technologien machen Abschreckung, instabile Abschreckung, beruht ja im Denken derjenigen, die darauf vertrauen, darauf, dass beide Seiten, die eine und die andere Seite, verwundbar sind. Und weil beide Seiten verwundbar sind gegenüber dem Einsatz von Atomwaffen der anderen Seite, so ist die Annahme, werden sich beide in Krisen zurückhaltend verhalten, weil letztlich keiner will, dass es zu einem Atomkrieg kommt. Nur die Stabilität der Abschreckung ist gefährdet, das sagen zumindest viele Experten, durch Cyberkriegsführung, Cyberwarfare, durch neue konventionelle Technologien. Konventionelle Waffen sind immer zielgenauer, sind auch immer stärker geworden. Dann kommt vieles zusammen, Antisatellitensysteme. All das zusammen ist sozusagen im Zusammenwirken eine Gefährdung der Stabilität der Abschreckung, wenn denn Abschreckung jemals stabil war. Aber im Denken derjenigen, die daran glauben, ist das sozusagen der Garant gewesen. Und die Rüstungskontrolle, das dürfen wir nicht vergessen, hatte wenig mit Abrüstung zu tun, sondern diente in der Regel eher der Stabilisierung der nuklearen Abschreckung. Und das Ganze ist vielleicht, ob Abschreckung jetzt Friedensgarant war in der Vergangenheit, man kann sagen, in Krisen haben sich die Führungen von der Sowjetunion und der USA zurückhaltend verhalten. Wenn es hart auf hart kam, wurden Nuklearwaffen nicht eingesetzt, wurde das fast so gut wie nicht erwogen. Aber andererseits kann man sagen, die nukleare Abschreckung, Nuklearwaffen haben überhaupt dazu geführt, dass es bestimmte Krisen gab. Die Kuba-Krise, manche würden auch sagen, die Krisen um Berlin Ende der 50er, Anfang der 60er Jahre hatten viel damit zu tun, dass die Bundeswehr damals, dass es um die nukleare Bewaffnung der Bundeswehr ging. Deutschland ist eingebunden, das haben wir alles schon gehört, in die NATO durch die nukleare Teilhabe. Die war für die Bundesrepublik Deutschland von elementarer Bedeutung. Bundesdeutsche Politiker wollten zum Teil eigene Nuklearwaffen oder eine gemeinsame Nuklearstreitmacht. Das war sozusagen das Geschäft, der Deal. Deutschland verzichtet auf Nuklearwaffen, bekommt aber über die nukleare Teilhabe eine gewisse Mitsprache bei Planung, Einsatz von Atomwaffen. Das war in den 60er Jahren die Regelung, hat in den 70er Jahren vor allen Dingen auch der Bundesrepublik eine gewisse privilegierte Position in der NATO garantiert, dass sie mitsprechen konnte. Das Interesse war natürlich da, die Bundesrepublik, natürlich auch die DDR wäre zum Schauplatz
eines Krieges geworden. Die Vernichtung drohte und es war natürlich immer das Interesse, dass es da nicht dazu kommt und dass möglichst Nuklearwaffen nicht auf deutschem Territorium eingesetzt werden. Also es gab damals bestimmte Interessen, warum es durchaus nachvollziehbar war, dass Bundesregierung zu dieser Zeit und fortfolgend sich für die nukleare Teilhabe begeistern konnten, auch wenn ein früherer damaliger Verteidigungsminister, hier ist Franz Josef Strauß, manchen auch bekannt, im Nachhinein von der nuklearen Teilhabe als Placebo gesprochen hat für die bundesdeutsche Sicherheitspolitik. Aber gut, warum ist nukleare Abschreckung jetzt für die Bundesrepublik und für die NATO wieder wichtiger? Die Erwartung ist, dass Russland in einem Konflikt, der über die baltischen Staaten oder Polen ausbrechen könnte, Nuklearwaffen einsetzen könnte, weil die NATO auf längere Sicht konventionell überlegen wäre. Und da gibt es die Überlegung oder gibt es Hinweise auf russischer Seite, dass Russland vielleicht, das ist eine Annahme, dann eine Nuklearwaffe zünden könnte, entweder gegen einen NATO-Stützpunkt oder wo auch immer, um eine Konflikt- oder Kriegsbeendigung zu erzwingen. Das ist die Vorstellung jetzt in der NATO, auch in den Strategiediskussionen, warum Nuklearwaffen, auch gerade auch kleinere Nuklearwaffen mit Low Yield, relativ geringer Sprengkraft. Das ist immer noch die Sprengkraft der Bombe in Hiroshima und Nagasaki. Da darf man sich jetzt nicht in die Irre führen lassen. Aber das ist sozusagen der Hintergrund, dass die NATO eine Gegenreaktion unter Umständen braucht, wenn Russland in einem militärischen Konflikt zum Zwecke sozusagen der Konfliktbeendigung nuklear eskalieren würde. Ob das so ist oder nicht, aber jedenfalls, das ist der strategische Hintergrund, der in den USA eine große Rolle spielt bei den Diskussionen. In Deutschland selber wird das wenig diskutiert. Sie müssen immer berücksichtigen, in Deutschland möchte kaum ein Politiker über Nuklearwaffen sprechen. Das Thema wird gerne verdrängt. Der Frieden ist der Ernstfall, so hieß das in meiner Jugend der Bundesrepublik. Und Nuklearwaffen sind politische Waffen, über deren Einsatz man ungern nachdenken wollte, aus verständlichen Gründen. Deutschland war das primäre Gefechtsfeld. Insofern gibt es auch keine wirkliche Diskussion, aber sie ist quasi jetzt sozusagen aufgezwungen durch den Vorstoß von Teilen der SPD, muss man sagen, in der Frage Nachfolge für den Tornado-Bomber. Also Deutschland hat nuklearwaffenfähige Flugzeuge, die sind jetzt ein paar Jahrzehnte alt, die müssen erneuert werden oder in ein paar Jahren ist die Bundeswehr nicht mehr in der Lage, amerikanische Atombomben, die allen Berichten zufolge eben in Büchel und so weiter gelagert sind, ins Ziel zu bringen. Jetzt ist die Frage, welches Flugzeug, aber jedenfalls, das ist der Hintergrund dafür, dass das Ganze wieder virulent ist. Soll Deutschland an der nuklearen Teilhabe festhalten, sprich bestimmte Flugzeuge anschaffen oder lässt man das Ganze auslaufen? Das ist verwoben natürlich mit Traditionen in der Bundeswehr. Deutschland hat da eine gewisse Mitsprache, was Deutschland mit der Mitsprache eigentlich erreichen will. Man weiß es eigentlich von außen nicht, aber es ist sozusagen gewachsen. Es gibt die nukleare Planungsgruppe, da sind alle NATO-Staaten minus Frankreich drin vertreten. Also es bedarf nicht der nuklearen Teilhabe, um da nuklear mitzusprechen, aber Deutschland hat da halt vielleicht noch in Ansätzen eine Rolle. Das eigentliche Problem in der politischen Debatte ist nicht, ob diese Nuklearwaffen eingesetzt werden. Die haben militärisch, strategisch keine große Rolle. Es sind Bomber gegen Luftverteidigung, russische und so weiter, schwer einzusetzen. Die Amerikaner haben ganz andere Systeme, Seegestützte, die jetzt auf U-Booten oder auf seegestützte Marschflugkörper über Wasserschiffen, die vielleicht eingeschafft werden sollen. Also militärisch ist das strategisch eine relativ unwichtige Sache für die NATO. Das muss man ganz klar sehen. Wenn die Bomben nicht da wären, würde man sie heute nicht mehr irgendwo hier lagern in Deutschland. Aber da kommt im politischen Berlin natürlich das Argument, und das ist eigentlich nicht ganz von der Hand zu weisen, was passiert, wenn Deutschland sozusagen diese Tradition, diese Mitwirkung aufkündigt. Wie kommt das bei den Verbündeten an, den baltischen Staaten, den polnischen in Polen? Und da ist sozusagen das Argument, Deutschland könnte aus dieser Risikoteilung ausbrechen, die anderen Staaten folgen nach. Oder schlimmer noch, Staaten wie Polen haben plötzlich Interesse, die Nuklearwaffen dort zu stationieren, was eine Verletzung der NATO-Russland-Grundakte wäre. Also es sind politische Argumente, die das ganze Thema sozusagen überwölben und jenseits der strategischen Fragen, die damit verbunden sind, sozusagen
für die Politik ganz schwer machen. Selbst wenn Deutschland aus der nuklearen Mitwirkung aussteigen würde, Deutschland ist Mitglied der NATO und bis auf Teile der Linken fordert niemand den Austritt aus der NATO. Die NATO selbst versteht sich als nukleares Bündnis. Das wird seit 2010, als es damals schon mal eine Debatte gab über den Rückzug der amerikanischen Atomwaffen aus Deutschland, immer wieder betont, solange es Nuklearwaffen gibt, hält die NATO an der nuklearen Abschreckung fest, also amerikanische Nuklearwaffen, französische und britische. Das ist sozusagen der Punkt. Deutschland kann verzichten auf die Tornados, aber Deutschland ist weiterhin in ein nukleares Bündnis eingebunden und muss sich mit nuklearer Abschreckung beschäftigen, muss Position bekennen. Es ist eine ganz schwere Sache, was da gemacht werden kann. Da ist der Handlungsspielraum, solange Sie Mitglied in so einem Bündnis sind, ist natürlich gering. Das bewirkt natürlich auch, dass Deutschland so zurückhaltend ist, was den Atomwaffenverbotsvertrag angeht. Man ist zwar für eine Abrüstung, für eine atomwaffenfreie Welt, aber Grunz ist halt in einem Bündnis eingebunden, das an nukleare Abschreckung festhält. Will man, dass Deutschland aus dem Bündnis aussteigt? Was hätte das für Konsequenzen in Europa und der Welt? All das muss sozusagen einer politischen Bewertung, die ich als Politikwissenschaftler machen würde, jenseits aller moralischen Argumente auch einbezogen werden. Insofern ist das eine ganz schwierige Sache. Was machen? Ich würde dafür plädieren, dass einfach die Verdrängung der nuklearen Frage keinen Bestand haben kann, dass Deutschland sich mit nuklearen Fragen auch in der NATO auseinandersetzen muss. Und die Frage, ob die NATO-Strategie sozusagen auf eine potenzielle russische Reaktion tatsächlich mit Nuklearwaffen antworten muss, ist eine ganz andere Frage. Die Frage könnte auch diskutiert werden, ist es sinnvoll, ist es möglich, wäre es der Diskussion wert, wenn die NATO oder wenn die Bundesregierung, die Bundesrepublik voranpreschen würde, auf den Ersteinsatz von Atomwaffen zu verzichten. Ich denke, was an der Atomwaffenverbotsbewegung gut ist, es geht um Stigmatisierung von Atomwaffen. Es geht darum, das nukleare Tabu, wie das manche bezeichnen, oder die Norm gegen den Einsatz von Nuklearwaffen, vielleicht auch nur die Tradition zu festigen, vielleicht auch die nukleare Abschreckung längerfristig zu delegitimieren. Aber es wird, da bin ich jetzt nüchterner realistischer Politikwissenschaftler, es wird nicht zu einem dritten Schritt kommen, der Eliminierung von Nuklearwaffen, nukleare Abschreckung. Nukleare Abschreckung ist in vielen Staaten zu sehr gefestigt. Wir müssen auch mit Frankreich, wir wollen in Europa Verteidigungs- und Sicherheitspolitik vorantreiben. In Frankreich gibt es diese Diskussionen so gut wie nicht. Also, Sie können es eine Ideologie nennen oder eine Tradition, aber die nukleare Abschreckung wird solange zumindest Herr Obama gesagt, in my lifetime wird es keine Abrüstung da geben. Insofern ist es aus meiner Sicht entscheidend, dass das Stigma gegen den Einsatz, das Tabu oder die normativen Argumente gegen einen Nuklearwaffeneinsatz bestanden. Denn wenn zum ersten Mal Nuklearwaffen wieder eingesetzt werden, dann könnte wahrscheinlich diese ganze Zurückhaltung zusammenbrechen. Das haben wir im Zweiten Weltkrieg gesehen. Da waren Massenbombardements zunächst moralisch verurteilt worden, aber bald haben die alliierte Seite natürlich auch bis hin zu Hiroshima und Nagasaki diese Einsätze geflogen. Das mag für manche sehr realistisch klingen, aber ich habe jetzt hier als Politikwissenschaftler gesprochen und ich denke, es gibt Spielräume für Abrüstung, aber Deutschland bewegt sich in bestimmten Strukturen und wir können ausbrechen, weil wir wollen nicht ausbrechen, wir müssen irgendwie das Beste draus machen. Vielen Dank. Ganz herzlichen Dank Ihnen, lieber Herr Rudolph, eben auch und gerade für diese nüchterne Sicht auf die Dinge. Wir werden die Gelegenheit haben, darauf nochmal zurückzukommen. Vielleicht auch auf die Frage, wie kann man vielleicht die deutsche Bundesregierung dazu bewegen oder welche Ansatzpunkte hätte sie im Rahmen ihres Mitspracherechts, Schritte zu diskutieren, die auf, wenn nicht gleich ein Global Zero, doch sozusagen zur Stärkung und zu mehr Abrüstung wieder führen könnten.
Ein kleiner technischer Hinweis, bevor wir weitergehen. Vielleicht haben Sie das aber alle schon längst natürlich bei sich selbst am Laptop oder am Rechner berücksichtigt. Wenn Sie in Ihrem Fenster auf Sprecheransicht gehen und nicht auf die Galerieansicht, dann haben Sie auch jeweils die Person voll im Bild, die gerade spricht und nicht sozusagen ein Großteil aller, die beteiligt sind an dieser Veranstaltung. Soweit also der kleine Hinweis. Kommen wir nun zu Ihnen, lieber Herr Rock, in Hamburg. Und ich hoffe, Sie sind noch bei uns. Ja, ich bin die ganze Zeit bei Ihnen und ich hoffe, Wunderbar. Sie hören mich gut. Wunderbar, dann freuen wir uns jetzt auf Ihren Beitrag. Okay, vielen Dank, Herr Trittmann, und auch allen anderen einen schönen Gruß nach Potsdam hier aus Hamburg in meine Gemeinde, in die Nagelkreuzgemeinde. Und glauben Sie mir, ich wäre jetzt sehr, sehr gerne bei Ihnen, aber ich habe morgen früh schon den nächsten Vortrag hier in Hamburg und das hätte mit dem Zug heute Nacht nicht mehr geklappt. Die Wahrung vor den Folgen von Kernwaffeneinsätzen ist, ich zitiere, politisch legitim, völkerrechtlich geboten und ethisch gerechtfertigt. Dieses Zitat aus einem aktuellen Papier der Stiftung Wissenschaft und Politik ist interessanterweise mitverfasst von Rainer Glatz und Wolfgang Richter, zwei ehemaligen hochrangigen Offizieren der Bundeswehr. Soweit sind wir in vielen Bereichen also gar nicht auseinander. Wir alle, nicht nur Menschen, die sich in der Friedensbewegung aktiv engagieren, wünschen uns mehr Abrüstung. Eine atomwaffenfreie Welt gehört seit Jahrzehnten zu den wichtigen außen- und sicherheitspolitischen Zielen Deutschlands. Allerdings, so der Chef der Münchner Sicherheitskonferenz und ehemalige deutsche Botschafter Wolfgang Ischinger, ich zitiere, die Frage ist, was ist der richtige Weg dahin? Der Weg meiner Keynote ist in 5 Abschnitte gegliedert. Im ersten Teil fasse ich die Logik der atomaren Abschreckung zusammen. Danach geht es im zweiten und dritten Teil um die Argumente für einen Ausstieg aus der nuklearen Teilhabe und für einen Verbleib. Viertens werfe ich ein kurzes Streiflicht auf Alternativen zum US-amerikanischen sogenannten nuklearen Schutzschirm. Und im fünften und letzten Abschnitt biete ich 4 thesenartige Perspektiven an. Zum ersten Teil die Logik der atomaren Abschreckung und der nuklearen Teilhabe. Bei der Frage der nuklearen Teilhabe geht es nicht nur um Atomwaffen, es geht primär um die NATO. Die NATO war von Anfang an ein nukleares Bündnis, eine vor allem politische Allianz, in der Nuklearwaffen den wesentlichen Bestandteil aller strategischen Überlegungen bildeten. Die Geschichte der Nuklearstrategie der NATO verlief nicht linear. Die über viele Jahre geltende Strategie der massiven Vergeltung der 50er und 60er Jahre, die am Ende bedrückende Konsequenz der Flexible Response, die Erde übertöten zu können, und auch die hierin eingeschriebenen Rüstungswettläufe sollen gar nicht kleingeredet werden. Aber die Struktur der NATO ist komplex, weil sie nicht primär ein militärisches, sondern ein politisches Bündnis ist mit 2 Wirkungskreisen. Nämlich einer hohen Bindekraft nach innen, weil die wichtigsten westlichen Demokratien seit mehr als 70 Jahren Mitglied der NATO sind, und einer funktionierenden Abschreckung, die glaubwürdig politischen Willen und militärische Fähigkeiten kommuniziert, jedem Angreifer unkalkulierbaren Schaden zuzufügen. Der Erfolg der NATO basiert meiner Ansicht nach auf 4 Faktoren. Erstens der militärischen Stärke des Bündnisses, zweitens der politischen Geschlossenheit aller Teilnehmerstaaten, drittens der Verlässlichkeit der Partner und viertens der Glaubwürdigkeit jedes einzelnen Partners, sich im Bündnis zu engagieren. Ein Ausstieg aus der nuklearen Teilhabe würde an der militärischen Stärke, und das hat Peter Rudolf eben sehr gut unterstrichen, würde an der militärischen Stärke nicht rütteln, aber Geschlossenheit, Verlässlichkeit und Glaubwürdigkeit tief erschüttern. Im strategischen Denken Deutschlands sind Atomwaffen vor allem strategische Waffen. Sie verfolgen das politische Ziel, als Ultima Ratio Vergeltung üben zu können. In dieser Hinsicht ist das deutsche strategische Denken dem französischen und britischen recht nahe. Das strategische Denken der USA hingegen folgt einer erweiterten Nuklearstrategie, die eine
anfangs möglichst begrenzte, abgestufte Eskalation immer auch unter dem Einsatz von atomaren Wirkmitteln vorsieht. Heute befinden sich noch ca. 150 bis 150 nukleare Sprengköpfe in Europa, nämlich in Deutschland, in Italien, in Belgien, in den Niederlanden und auch in der Türkei, wenn wir die nun zu Europa zählen. Davon sind etwa 20 in Deutschland auf dem Flieger Horst Büchel stationiert und dazu gleich mehr. Zweitens, Argumente für den Ausstieg aus der nuklearen Teilhabe. Die Debatte über die nukleare Teilhabe wurde im Mai 2020 durch den SPD-Fraktionsvorsitzenden Mützenich neu angestoßen. Den Hintergrund bildet der Koalitionsvertrag vom 12.03.2018, in dem heißt es, ich zitiere, solange Kernwaffen als Instrument der Abschreckung im strategischen Konzept der NATO eine Rolle spielen, hat Deutschland ein Interesse daran, an den strategischen Diskussionen teilzuhaben. Erfolgreiche Abrüstungsgespräche schaffen Voraussetzungen für einen Abzug der in Deutschland und Europa stationierten taktischen Nuklearwaffen. Zitat Ende. Mützenich hat seine Argumente noch einmal geschärft in einem Namensbeitrag für die Zeitschrift der Bundeswehr. Das ist das Organ des Deutschen Bundeswehrverbandes, und zwar hier in der Ausgabe vom Juni 2020. Darin unterstreicht er Deutschlands Verankerung im transatlantischen Bündnis. Die Forderung nach, ich zitiere ihn, bestmöglicher Ausrüstung und bestmöglichem Gerät für unsere Soldatinnen und Soldaten. Und er kommt zu dem Schluss, Zitat, wir machen uns keine Illusion über die russische Politik und die sicherheitspolitischen Gefahren sowie die Destabilisierung, die von ihr ausgehen. Aber tatsächlich bezweifelt Mützenich die Möglichkeit von Mitsprache und Einfluss auf die Nuklearstrategie. Er verweist auf Kanada und Griechenland, die nach dem Abzug von Atomwaffen, also nach dem Ausstieg aus der nuklearen Teilhabe, nicht automatisch zu bündnispolitischen Parias geworden seien. Und schließlich, mit der Absage an einen neuen rüstungspolitischen Wettlauf könnten Milliarden eingespart werden und im Kampf gegen Corona und den Klimawandel sinnvoller eingesetzt werden. Bei all diesen Argumenten schwingt ein Subtext mit. Die nukleare Teilhabe ist ein wechselseitiges Vertrauen zwischen den USA und ihren europäischen Verbündeten und hier besonders Deutschland. Kann man einer US-Regierung allerdings trauen, deren Führung, namentlich deren Präsident, völlig unberechenbar ist? Man muss nicht Politikwissenschaftler sein, um zu diesem Schluss zu gelangen. Und Sie alle, wie auch ich, gucken abends oder hören Nachrichten. Und was wir dort aus den USA sehen, ist für uns zutiefst verstörend. Drittens, Argumente für ein Beibehalten der nuklearen Teilhabe. Die NATO, ich deutete es bereits an, dürfte das erfolgreichste Bündnis in der neueren Geschichte sein. Wobei man das auch mit wissenschaftlichen Methoden messen kann, was ein erfolgreiches Bündnis, nicht nur ein militärisches, sondern eben auch ein politisches ist. Diese Aussage mag für Menschen aus der Friedensbewegung irritierend klingen, aber die NATO war das entscheidende Ferment für die Entwicklung demokratischer Staaten in Europa nach dem Krieg. Ohne sie wäre die Integration der Bundesrepublik in die westliche Staatengemeinschaft kaum vorstellbar gewesen. Die NATO war der Garant für die längste Friedensphase in der neueren europäischen Geschichte und ohne die NATO wäre die Integration der osteuropäischen Staaten in die westliche Staatengemeinschaft und hier vor allem auch in die EU vermutlich gar nicht möglich gewesen. Um was geht es jetzt aber konkret? Die nukleare Teilhabe war eine tragende Säule in der NATO während des Kalten Krieges. Und Peter Rudolf hat kürzlich in einem anderen SWP-Papier, das von ihm stammt, es als eine Art Materialisierung der amerikanischen Schutzzusage bezeichnet. Ich finde das, lieber Herr Rudolf, eine sehr, sehr treffende Formulierung, die noch einmal auf den Punkt bringt, um was es ursprünglich bei der nuklearen Teilhabe eigentlich ging. Auf dem Höhepunkt des Kalten Krieges lagerten 7.300 US-Atomwaffen in Europa. Das muss man einmal umrechnen. Das ist etwa die Hälfte bis ein Drittel aller nuklearen Sprengköpfe, die es heute weltweit gibt. Die Idee, alle NATO-Staaten nutzen den nuklearen Schutzschirm der USA und beteiligen sich im Gegenzug an den Lasten. In der sogenannten nuklearen Planungsgruppe der NATO wird seit 1966
eine institutionale Zusammenarbeit festgelegt. Im Augenblick gehören ihr 14 Staaten an, das sind nach meiner Kenntnis nicht alle NATO-Staaten. Jährlich auf Ebene der Verteidigungsminister wird getagt und bei Bedarf auch auf Ebene der Botschafter. Die nukleare Planungsgruppe ermöglicht die Teilnahme an nuklearen Konsultationen, aber auch an der politischen Kontrolle, und sie sichert Planungs- und Übungspraxis für die Militärs. Allerdings, die Mitgliedschaft in dieser Planungsgruppe war und ist zu keinem Zeitpunkt an die Stationierung von Nuklearwaffen gebunden. Als Beispiel dienen hier Spanien oder auch Island. Da gab es nie Atomsprengköpfe, die dort eingelagert wurden. Und trotzdem sind sie Mitglied der nuklearen Planungsgruppe. Auf dem deutschen Flieger Horst Büchel liegen ca. 20 Atombomben vom Typ B-61. Sogenannte freifallende Wasserstoffbomben, die von taktischen Kampfflugzeugen der Luftwaffe ins Ziel gebracht werden könnten. Die Technik dieser Bomben ist so alt wie ich. Und ich gehe, ob Sie es glauben oder nicht, stramm auf die 60 zu. Nur etwas jünger als die B-61 sind die Trägersysteme, das Kampfflugzeug MRCA Tornado, das die Bundeswehr in Kürze aussondern will. Summa summarum, wollte die NATO tatsächlich Atomwaffen einsetzen, würde sie mit hoher Wahrscheinlichkeit andere Optionen wählen als die veralteten und taktisch überholten B-61 auf deutschem Boden. Alt heißt für das Waffensystem allerdings nicht unsicher, aber eben auch nicht militärisch besonders effektiv. Auch die geplante Modernisierung der B-61-Bomben ändert nichts Grundsätzliches an dieser Feststellung. Dieser Punkt führt zum eigentlichen militärischen Zweck, der nämlich im Konjunktiv besteht. Man könnte diese Waffen einsetzen, wenn der US-Präsident für die B-61 und die Bundeskanzlerin für die Tornados ihr Einverständnis geben würden. Was oft verschwiegen wird, ein Einsatz der auf deutschem Boden stationierten Atomwaffen ist immer an eine Entscheidung unseres Inhabers der Befehls- und Kommandogewalt gekoppelt. Und das ist im Konfliktfall die Bundeskanzlerin. Bei aller Sorge um die Sorglosigkeit des amerikanischen Präsidenten ist dieses Kaviat aus deutscher Sicht ganz wichtig, denn es ist für uns der zweite Schlüssel. Im Kern sind die auf deutschem Boden gelagerten Atomwaffen also keine militärischen, sondern primär politische Waffen. Und das politische Gewicht, es ist immens. Nicht nur durch den Status Deutschlands in der nuklearen Planungsgruppe. Ein Ausstieg Deutschlands aus der nuklearen Teilhabe würde die anderen Partnerstaaten Italien, Niederlande, Belgien enorm unter Druck setzen. Auch dort gab es in der Vergangenheit kritische Diskussionen und gleichwohl hat man die Modernisierung der Trägersysteme bereits in die Wege geleitet. Durch einen abrupten Ausstieg würde Deutschland abermals als unsolidarischer und unzuverlässiger Partner dastehen. Und wir führen tagtäglich mit unseren Partnern im Bündnis diese Diskussionen über unsere Bündnissolidarität und unsere Bündnisglaubwürdigkeit. Unser außen- und sicherheitspolitischer Spielraum und Einfluss würde mit Sicherheit sinken. Und auch und gerade in anderen Feldern der Politik, in denen wir Treiber in Europa sind, würden wir Spielraum verlieren. Gleiches gilt für das Agieren innerhalb der NATO und auch gegenüber den USA. Eine Verlagerung von Kernwaffen aus Deutschland zum Beispiel nach Polen wäre außerdem ein klarer Verstoß gegen die NATO-Russland-Grundakte von 1997 mit unkalkulierbaren Folgen für die Sicherheitsarchitektur nicht nur in Europa, sondern weltweit. Dass Russland auf eine solche Maßnahme reagieren würde, scheint fast unausweichlich. Globalpolitisch, im Umgang mit den Anrainerstaaten und natürlich nicht zuletzt mit Blick auf eigene Rüstungsprojekte und auch auf Proliferation, also das heißt die nicht legale Verbreitung von Massenvernichtungswaffen. Mit anderen Worten, wer das Risiko eingehen will, Russland zu reizen und einen Vorwand für militärische Abenteuer zu liefern, der muss an der nuklearen Teilhabe rütteln. Andererseits droht die NATO in eine tiefe Krise zu stürzen, wenn Deutschland aus der nuklearen Teilhabe aussteigen würde. Die kleineren osteuropäischen Staaten und Polen würden die berechtigte Frage stellen, ob Deutschland noch für eine gemeinsame Abschreckung zur Verfügung stehen würde. Mehr noch, ob die NATO überhaupt noch einen Sinn hat. Die ohnehin brüchige europäische Außen- und Sicherheitsarchitektur würde dadurch weiter Schaden nehmen.
Er glaubt, ein einseitiger Ausstieg Deutschlands aus der nuklearen Teilhabe würde von Russland gutiert, vielleicht sogar zu Nachahmungseffekten führen. Dem sei ein Blick auf die aktuelle russische Nuklearstrategie empfohlen. Wir haben dazu im GIDS, jetzt mache ich Werbung in eigener Sache, gerade vor kurzem eine kommentierte Übersetzung der neuen russischen Nuklearstrategie bei uns auf der Homepage eingestellt, die, wie ich finde, sehr lesenswert ist und allem an dieser Stelle auch nochmal die Augen öffnet. Und schließlich, die Strategie der NATO folgt einem sogenannten nuklearen Paradox, wie es Michael Thumann kürzlich in der Zeit formuliert hat. Wer die Zahl der Atomwaffen in der Welt oder wenigstens in Europa reduzieren will, sollte auf die nukleare Teilhabe vorerst nicht verzichten. Denn, so paradox es klingen mag, die nukleare Teilhabe kann ein wichtiger Baustein für Abrüstungsverhandlungen sein. Gerade weil Deutschland bei Rüstungskontrolle hohen politischen Aufwand betreibt, würde man bei einem einseitigen Ausstieg aus der nuklearen Teilhabe einen wichtigen Trumpf für Verhandlungen aus der Hand geben. Viertens, ein kurzer Blick auf die Frage, ob denn Europa stärker als Atommacht ins Spiel kommen müsste und wie es um die noch gar nicht zur Rede gekommene französische Offerte aussieht. Am 7. Februar diesen Jahres hat nämlich der französische Präsident Macron an der École de Guerre einen Grundsatzvortrag gehalten, in dem er das Angebot eines nuklearstrategischen Dialogs mit Perspektiven für eine nukleare Teilhabe auf den Tisch legte. Und unausgesprochen meinte er natürlich damit Deutschland. Mit Blick auf die im Lissabonner Vertrag festgeschriebene Beistandsgarantie, die den Einsatz aller militärischen Mittel einschließt, ist das in jedem Fall ein interessanter Ansatz, der weiterverfolgt werden sollte. Aber französische und deutsche Sicherheitsinteressen sind nicht automatisch deckungsgleich, geschweige denn ist es ihre Strategie. Hier müsste man erst einmal durch Diplomaten und auch militärische Experten Schnittmengen ausloten und das braucht Zeit und Geduld und geht nicht von heute auf morgen. Ein möglicher Anknüpfungspunkt wäre das gemeinsam geplante FCAS, das Future Combat Air System, das auch als Trägersystem in Betracht käme. Aber FCAS ist vermutlich erst 2040 einsatzbereit. Zum Schluss vier thesenartige Perspektiven zur nuklearen Teilhabe. Erstens ist die Bündnissolidarität das Ferment für Stabilität und Sicherheit in Europa. Ein Ausstieg Deutschlands aus der nuklearen Teilhabe würde die Solidarität Europas erschüttern, eine tiefe Krise nicht nur der NATO, sondern auch Europas hervorbeschwören, vermutlich einen neuen Rüstungswettlauf in Gang setzen und die Sicherheit und Stabilität weit über Europa hinaus gefährden. Zweitens unterstreicht die Diskussion über die nukleare Teilhabe die Bedeutung von Rüstungskontrolle und Proliferation. Eine grundsätzliche Debatte müsste meines Erachtens auf die Tagesordnung kommen, wenn die USA und Russland über eine historische Abrüstung ins Gespräch kämen. Allerdings mit der jetzigen US-Administration, einem uneinigen Europa und einer fehlenden Gesamtstrategie des Westens gegenüber Russland scheint das noch in weiter Ferne. Es gibt allerdings erste Anzeichen, dass die globalen Herausforderungen, Corona und der Klimawandel, die Staaten dazu zwingen, ihre strategischen Prioritäten neu zu justieren und folgerichtig ihre Militärausgaben kritisch zu überdenken. Denn Nuklearwaffen sind teuer. Drittens fordert die Debatte über die nukleare Teilhabe, kritischer auf die Militärstrategien an sich zu schauen. Die Rolle von Kernwaffen in den Militärdoktrinen müsste meines Erachtens weiter beschränkt werden. Vor allem mit Blick auf den erweiterten Kernwaffeneinsatz in den Doktrinen des US-Militärs. Mit anderen Worten, zwischen der europäischen Ultima Ratio und dem amerikanisch sogenannten taktisch Möglichen gibt es eine erhebliche Ablage. Wer Atomwaffen besitzt oder verwaltet, hat es mit einem militärischen Rational zu tun, dass man nicht automatisch mit der Irrationalität des nicht gewollten Einsatzes begegnen kann. Der Diskussion über eine Ethik politischer Gewalt, wie sie der Hamburger Theologe Hartwig von Schubert jüngst in seiner Habilitationsschrift forderte, sind wir und ist vor allem unsere Kirche bislang immer ausgewichen. Und schließlich viertens, mein Ceterum censeo, so grotesk es angesichts des Vernichtungspotenzials klingen mag, die größte Bedrohung für unsere Sicherheit geht nicht von Massenvernichtungswaffen aus.
Moderne Kriege folgen nicht mehr der alten Abschreckungslogik, sondern werden hybrid geführt. Niederschwellig, unter dem Radar, cybergestützt. Sie zielen nicht auf den Körper, sondern auf die Synapsen unseres gesellschaftspolitischen Organismus. Was mir den Schlaf raubt, sind Hypersonic Weapons, Cyber Threats, der völlig unterbelichtete Bereich der Biosecurity, die Fragilität unserer Infrastruktur und der weltweit zu spürende zunehmende Druck auf unsere freiheitlich-rechtlichen Ordnungsvorstellungen. Das sind die wirklichen sicherheitspolitischen Herausforderungen und nicht 20 veraltete Wasserstoffbomben in Büchel. Die nukleare Teilhabe ist weder ein Friedensgarant noch ein Konflikttreiber. Sie ist vielmehr ein Stützpfeiler für Stabilität und Sicherheit in Europa. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Die sehr konzentrierten Anmerkungen. Und ich kann mir vorstellen, dass sie auch bei Ihnen zu Hause sehr zum Nachdenken und möglicherweise auch zu Rückfragen und Kommentaren angeregt haben. Ich jedenfalls hätte schon gleich 1, 2, 3 Rückfragen, die will ich natürlich jetzt nicht stellen, aber Sie nochmal ermuntern. Nutzen Sie bitte, wenn Sie etwas kommentieren oder rückfragen wollen, die Chat-Funktion, die Ihnen die Technik bietet. Wir werden Ihre Eingaben hier sammeln und sie dann im Anschluss an den letzten Beitrag hier auch aufs Podium weitergeben. Also, nur Mut. Wir hoffen, dass wir dadurch auch Sie zumindest online mit in die Diskussion nehmen können. Und jetzt zu Ihnen, liebe Frau Brücken, die Letzte im Bunde, aber sicherlich nicht die Letzte für das, was Sie uns zu sagen haben. Ja, vielen Dank nochmal an Sie für die Einladung und auch an Herrn Rock und Herr Rudolph für Ihre Beiträge bisher. Bevor wir uns nun in politische Debatten über mögliche Abrüstungsprozesse oder Austritte aus der nuklearen Teilhabe oder doch nicht einsteigen, möchte ich gerne noch einmal darauf aufmerksam machen, worum es an diesem Abend geht. Es geht um Atomwaffen, um Massenvernichtungswaffen. Wenn eine Atombombe detoniert, entwickelt sich eine unvorstellbare Energie. Diese wird in Form von Licht, Hitze, Druck und Strahlung freigesetzt. Der entstehende Lichtblitz ist so hell, dass Menschen, die die Explosion direkt beobachten, erblinden. Im Epizentrum werden Temperaturen erreicht, die so heiß sind wie das Innere der Sonne. Dadurch verdampft alles, lebendig oder leblos. Selbst die Oberfläche der Erde verschwindet. Zurück bleibt nur ein schwarzer Kreis aus Nichts. Bei einer Bombe mit einer Sprengkraft von 50 Kilotonnen, wie sie auch hier in Büchel lagern, würde dieser Bereich alles in einem Radius von 300 Meter umfassen. Etwas weiter entfernt ist die Hitze noch immer so groß, dass alles Brennbare in Flammen aufgeht. Die riesigen Brände verbrauchen allen Sauerstoff, sodass den Lebewesen in diesem Gebiet keine Luft zum Atmen bleibt. 1 Kilometer entfernt vom Epizentrum wären die Temperaturen noch immer so hoch, dass Menschen mit 100%iger Wahrscheinlichkeit Verbrennung dritten Grades erleiden. Die Feuer werden noch angefacht von einer anschließenden Druckwelle, die sich mit einer Geschwindigkeit von mehreren 100 Kilometern pro Stunde ausbreitet. In einem Umkreis von 800 Metern wäre die Druckwelle so stark, dass selbst Stahl- und Betongebäude dem nicht standhalten können. Und durch die Druckwelle werden Bauteile und Glasscherben zu tödlichen Geschossen. Und auch der menschliche Körper kann diesen Kräften nichts entgegensetzen. Unsere Trommelfelle und Lungen würden schlichtweg platzen. Zusätzlich werden radioaktive Partikel freigesetzt, die sich mit dem Wind verbreiten. Je näher man sich am Epizentrum befindet, desto höher ist die Strahlendosis. Und ab einer Dosis von 250 Millisievert zeigen sich erste Symptome der akuten Strahlenkrankheit. Erbrechen, Durchfall, Blutung, Immunschwäche, Hautrötung, Verbrennung, Schwindel und Ermüdung bis hin zu Krampfanfällen. In einem Umkreis von etwa 1,5 Kilometern wären die Menschen mit einer Strahlendosis von 5000 Millisievert konfrontiert. Das führt ohne medizinische Versorgung bei bis zu 90% der Betroffenen zum Tod. Die heiße Luft über der Explosion steigt auf und trägt Schutt, Asche und radioaktive Partikel hoch in die Luft. Diese werden je nach Windrichtung kilometerweit getragen und fallen als sogenannter saurer Regen zurück auf die Erde. Einige radioaktive Partikel werden von unserem Organismus wie körpereigene Stoffe behandelt
und in unsere Körperzellen eingebaut. Menschen, die dieser Strahlung ausgesetzt sind, werden noch Jahre später mit den Folgen kämpfen. Und durch die Schädigung der Keimzellen kann das Leid auch an zukünftige Generationen weitergegeben werden. All diese genannten Effekte summieren sich zu einer unglaublichen Zerstörung. Unsere gesamte Infrastruktur, Kommunikation, Verkehr, Sanitär, läge in Schutt und Asche. Krankenhäuser vor Ort wären zerstört, medizinisches Personal tot. Im Falle einer atomaren Explosion könnte kein Land der Welt den Opfern adäquate Hilfe leisten. Am 6. August diesen Jahres haben wir dem Tod von über 140.000 Menschen in Hiroshima für 75 Jahren gedacht. Und drei Tage später, am 9. August, starben damals 64.000 Menschen in Nagasaki. Das Leid, das sich hinter diesen nüchternen Zahlen verbirgt, ist unvorstellbar. Und das ist nur ein kleiner Ausschnitt. Weltweit leben Menschen mit den Folgen der sogenannten nuklearen Kette. Ob in Uranminen im Niger, den Anreicherungslagern in Russland oder dem ehemaligen Testgeländen in Kasachstan, New Mexico oder auf den Pazifischen Inseln. Doch, wie schon Günther Anders beschrieb, wird über Atomwaffen eben oft sehr nüchtern, strategisch und technisch diskutiert. Dieses kann auch notwendig sein, wie wir heute von Herrn Rudolph gehört haben. Doch dadurch wird das Entsetzliche verschleiert. Irgendwann ist es egal, ob man von 3.000, 30.000 oder 30 Millionen Opfern spricht. Jegliche Einwände gegen diese Art des Diskurses, jegliche Regung von Empathie wird als schwach, naiv und weiblich abgetan. Atomwaffen verfestigen das globale Machtgefälle. Über 90% der derzeit vorhandenen nuklearen Sprengköpfe befinden sich auf der Nordhalbkugel. Ein Großteil der Weltbevölkerung lebt hingegen in atomwaffenfreien Zonen. Im Rahmen des Nichtverbreitungsvertrags von 1970 verpflichteten sich die meisten Nationen, von einer atomaren Bewaffnung abzusehen. Wie wir alle wissen, haben sich nicht alle Staaten daran gehalten. Doch auch die Atomwaffenstaaten kommen ihren Verpflichtungen nicht nach. Denn nach Artikel 6 des Vertrages sind die fünf offiziellen Atomwaffenstaaten dazu verpflichtet, ich zitiere, in redlicher Absicht Verhandlungen zu führen über wirksame Maßnahmen zur Beendigung des nuklearen Wettrüstens in naher Zukunft und zur nuklearen Abrüstung. Doch die letzten Überprüfungskonferenzen des Nichtverbreitungsvertrages sind wiederholt gescheitert. Tatsächlich investieren heute alle neuen Atomwaffenstaaten in die Modernisierung und Aufrüstung ihrer Arsenale. Nun, wie wir auch schon mehrfach gehört haben, die Situation ist also rundum verfahren. Wir haben es mit Massenvernichtungswaffen zu tun und mit unvorstellbarer Zerstörungskraft. Es gibt heute noch etwa 13.400 dieser Waffen auf der Welt, davon 1.700 immer noch in absolut sofortiger Abschussbereitschaft. Durch zusätzliche Bedrohungen wie Cyberattacken, Terrorismus und die Klimakrise steigt das globale Konfliktpotenzial. Der Nichtverbreitungsvertrag verfehlt seine Ziele, andere Abrüstungsverträge wie der INF-Vertrag werden aufgekündigt und weltweit wird aufgerüstet. Doch es gibt ein bisschen Hoffnung. Seit 2007 gibt es die internationale Kampagne zur Abschaffung von Atomwaffen, auf Englisch ICAN. Innerhalb von 10 Jahren haben es Aktivistinnen geschafft, ein globales Bündnis aus Bürgerinnen, Nichtregierungsorganisationen, religiösen Gruppen und Regierungen zu schmieden und in der UN einen Vertrag auszuhandeln, der Atomwaffen umfassend verbietet. Der Atomwaffenverbotsvertrag, oft auch als Ban Treaty beschrieben, verbietet jegliche Aktivität in Verbindung mit diesen Waffen. Von der Forschung über die Produktion bis hin zum Einsatz. Auch die Androhung oder die Beihilfe zu einer dieser Aktivitäten ist verboten. Der Vertrag stellt eine Kehrtwende in der atomaren Abrüstungsdebatte dar. Statt sich, wie oben beschrieben, in technischen Debatten zu verlieren, werden die katastrophalen Folgen dieser Waffen auf den Menschen und seine Umwelt in den Vordergrund gestellt. Den bisherigen Opfern wird Anerkennung und Entschädigung zugesprochen. Durch diese Initiative haben sich die Nicht-Atomwaffenstaaten aus ihrer verfahrenen Lage befreit und üben ihrerseits nun Druck auf die Mächtigen dieser Welt aus. Dabei verfolgen sie das Ziel, diese Waffen in der Öffentlichkeit als illegitim und inhuman zu stigmatisieren. Denn es gibt eine Alternative zum Konzept von Macht durch Gewalt. Macht entsteht, auch nach Hannah Arendt, wenn sich Menschen zusammenschließen. Die Nicht-Atomwaffenstaaten und die Zivilgesellschaft haben sich zusammengetan und beginnen, das festgefahrene Machtverhältnis global zu verändern. Der Verbotsvertrag ist ein Zeichen für Demokratisierung der Abrüstungsverhandlungen und für Emanzipation. Der Vertrag bietet auch den Atomwaffenstaaten bzw. Staaten, die in die nukleare Teilhabe involviert sind, die Möglichkeit beizutreten, sogar noch bevor sie diese Waffen abrüsten. Sie müssten dann ein Protokoll vorlegen, wie sie abrüsten wollen, was dann von den anderen Vertragspartnern überprüft wird.
So kann der Vertrag den notwendigen Rahmen bilden und das nötige Vertrauen aufbauen und unter dem bi- oder multilaterale Abrüstung stattfinden kann. Derzeit haben 44 Staaten den Vertrag ratifiziert und 84 unterschrieben. Sobald 50 Staaten ratifiziert haben, tritt er offiziell in Kraft und wird geltendes Völkerrecht. Deutschland hat die Verhandlungen bisher boykottiert und bisher auch noch nicht unterschrieben. Doch der Druck auf die Bundesregierung wächst. Aktuelle Umfragen zeigen, dass die Mehrheit der Bevölkerung für einen Abzug der Atomwaffen aus Deutschland ist und eine Unterzeichnung des Verbotsvertrages unterstützt. Immer mehr junge Menschen engagieren sich bei der Kampagne ICAN. Durch Bildungsarbeit, Argumentationstraining und Proteste wird das Thema von den Geschichtsbüchern zurück in die Köpfe der jungen Generation getragen. Denn, wie es die Vorsitzende des Nobelpreiskomitees Berit Reiss-Andersen bei ihrer Rede 2017 sagte, ICAN arose as a protest against the established order. Nuclear weapon issues are not solely a question to be addressed by governments, nor matter for experts or high-level politicians. Nuclear weapons concern everyone, and everyone is entitled to an opinion. ICAN has succeeded in generating fresh engagement among ordinary people in the campaign against nuclear weapons. The organization's acronym is perhaps not a coincidence. ICAN. Ich übersetze das nochmal kurz auf Deutsch. ICAN entstand aus dem Protest gegen die etablierte Ordnung. Atomwaffen sind nicht nur eine Frage, mit der sich Regierungen befassen müssen und auch nicht eine Frage für nicht eine Angelegenheit von Experten oder hochrangigen Politikern. Kernwaffen betreffen jeden und jeder hat das Recht auf eine Meinung. ICAN ist es gelungen, unter den einfachen Menschen ein neues Engagement in der Kampagne gegen Atomwaffen zu erzeugen. Das Akronym der Organisation ist vielleicht kein Zufall. Auf Englisch ICAN, zu Deutsch ich kann. Nun, deshalb stehe auch ich hier und bin sehr gespannt auf die kontroverse Diskussion und Ihre Fragen. Vielen Dank. Ja, auch Ihnen, liebe Frau Brücken, ganz herzlichen Dank, dass Sie uns nochmal zum einen über Ihre Aktivitäten auch bei ICAN berichtet haben. Mich hat nochmal neu überzeugt, auch dass Sie so viel Zuspruch von jungen Menschen für so eine Thematik bekommen. Vergleichbares kann man vielleicht sagen, tut sich ja auch bei der Fridays for Future in der Klimabewegungsthematik oder auch an anderen Orten. Ich würde mal fragen, ob es schon Rückfragen und Kommentare gibt. Gibt es? Okay, dann aber nochmal, bevor wir dazu kommen, mein Blick zu Ihnen und auch zu Ihnen, Herr Rock, in Hamburg. Gibt es Bedarf, zunächst mal ganz allgemein gefragt, von Ihnen auf den einen oder anderen Vortrag hier auf dem Panel zu reagieren? Dann sollten wir das an dieser Stelle nämlich vorschalten. Die möglichen Wirkungen von Nukleareinsätzen. Wir sind, weil Sie haben zu Recht. Bitte? Reicht das Mikro aus dafür? Alles gut. Okay, weil Sie haben darauf hingewiesen, in der strategischen Debatte wird ja mit Begriffen operiert, die das Ganze verdecken, verhüllen. Und es ist auch erschreckend, wie leichtfertig, wenn man die alten Sachen liest aus den 50er und 60er Jahren, wieder mit diesen Fragen umgegangen wurde. Insofern ist das ein notwendiger Ansatz. Und ich hatte es ja vorhin schon gesagt, das nukleare Tabu oder die Norm gegen einen Nicht-Einsatz von Nuklearwaffen, das immer wieder zu betonen und am Leben zu halten, ins Bewusstsein zu rücken, ist eine wichtige Sache. Die Frage ist nur, wie geht man von den ersten Schritten Stigmatisierung, Delegitimierung weiter zu Da kommt so ein bisschen die nüchterne Sicht des Politikwissenschaftlers rein. So einfach ist das nicht. Wahrscheinlich bedarf es erstmal einer grundlegenden Veränderung der Beziehungen zwischen den Großmächten, um
weitergehende Abrüstungsschritte zu ermöglichen. Abrüstung muss nicht nur krisenstabil sein, wenn es immer weniger Atomwaffen gibt, aber gleichzeitig mehr konventionelle Waffen eingesetzt. Ist die Gefahr nämlich groß, dass die wenigen Waffen ausgeschaltet werden. Und eine Welt, die jetzt eher mit ohne Nuklearwaffen würde bedeuten, jeder der großen Großmächte würde sich kritisch beäugen, misstrauisch beäugen. Wer forscht, wer kann am ersten wieder ausbrechen aus dem Verzicht. Also es bedarf anderer oder Veränderungen auch in den politischen Strukturen zwischen Großmächten, um überhaupt die Abrüstung möglich und über Abrüstung Frieden sicherer zu machen. Kurz reagieren? Gerne. Also vielen Dank erstmal. Diese politische Dimension dahinter darf man auf jeden Fall überhaupt nicht vergessen. Und was Sie gesagt haben, dass zwischen den Großmächten eine neue Ordnung und eine neue Art der Beziehung entstehen muss, ist für mich aus meiner Perspektive in mehreren Hinsichten essentiell. Erstens, weil ich glaube, dass, und das klang ja auch schon in anderen Vorträgen an, ist wirklich so nicht weitergehen kann, so ungefähr. Wir befinden uns nicht mehr im Kalten Krieg, die Machtpole sind nicht mehr nur die zwischen dem Westen und Russland, es gibt noch andere Player, die immer stärker werden, auch immer undurchschaubarer. Terrorismus ist da eine Frage, Cyberattacken, aber auch andere Atommächte wie Indien und Pakistan. Dann kommt dazu, dass es immer mehr zusätzliche Probleme gibt, darunter die Klimakrise, die alles für mich so ein bisschen überdeckt und die das Konfliktpotenzial global in den nächsten Jahrzehnten noch vervielfachen wird, nehme ich an. Und die neue Art der Beziehung ist sozusagen, also einerseits machen diese ganzen zusätzlichen Gefährdungen die bisher bestehenden Atomwaffen noch gefährlicher, als sie derzeit sind. Und ich glaube, sie stehen auch sozusagen der Vorsprung von ICAN, von dem Verbotsvertrag, die Sache zu demokratisieren, die Beziehungen, wie sie derzeit gebaut sind, zu hinterfragen, wäre ein Lösungsschritt dahin, dass wir international zu mehr Kooperation finden, wie auch in dem Zitat von Papst Franziskus gesagt wurde. Probleme wie die Klimakrise, Probleme wie jetzt die globale Pandemie mit SARS-CoV-2 können nur mit Kooperation gelöst werden. Und für mich stellt sich immer die Frage, und da kann ich, glaube ich, mit meinem Menschenverstand urteilen, dass ich nicht glaube, dass man international kooperieren kann und wirklich gemeinsame Lösungen finden kann, wenn man sich im Zweifelsfall immer mit der totalen Vernichtung droht. Und natürlich passiert das nicht auf heute auf morgen. Ich bin noch zu jung, um meine ganze Lebensspanne zu überblicken und zu sagen, not in my lifetime. Aber doch bin ich realistisch genug, um zu sagen, dass da kleine Schritte möglich oder nötig sind erstmal. Aber ich glaube, wir können nicht weitermachen so wie bisher. Und den Status quo würde, also die Beibehaltung der nuklearen Teilhabe sichert zwar irgendwie den Status quo, aber der ist ja auch nicht mehr erstrebenswert. Ich glaube, ja, meine Frage auch an Herr Rock wäre, wenn Sie sagen, ein Ausstieg aus der nuklearen Teilhabe einseitig würde irgendwie mehr Instabilität fördern, würde mehr sozusagen Probleme machen als sie lösen, wäre meine Frage an Sie, glauben Sie denn, dass wir noch die nächsten 50 Jahre mit diesen Waffen leben können oder wie schätzen Sie das sozusagen zusätzlich Gefahrenpotenzial ein, die diese Waffen in den zukünftigen Jahrzehnten bürgen? Und ja, angesichts der auch von Ihnen genannten zusätzlichen Gefahren. Bin ich schon wieder on air? Hören Sie mich? Ja. Ja, gut, okay. Also erst nochmal vielen Dank und ich kann mich Peter Rudolph nur anschließen. Es ist wichtig, Frau Brücken, dass Sie das auch nochmal unterstrichen haben, was diese Waffen anrichten. Und ich möchte noch etwas ganz persönlich hinzufügen. Ich habe, als ich meine Ausbildung als Soldat begonnen habe, Anfang der 80er Jahre selbst noch gelernt, naja, wenn es dann so einen taktischen Nuklearschlag gibt, dann versteckt man sich irgendwie hinter einer Mauer oder einem Baum oder man zieht ein Poncho auf und sucht da ein bisschen Deckung. Wir haben uns damals als Soldaten schon halb schlapp gelacht, wenn wir die alten Ausbildungsfilme uns angeguckt haben und haben natürlich schon gewusst, das wäre eine ganz, ganz andere Dimension. Und die totale Vernichtung durch den Einsatz von diesen Waffen noch einmal herauszustellen, ist wichtig. Aber ich habe ja vorhin gesagt, dass
das ist ganz, ganz wesentlich, um die Frage von Abschreckung geht, die auf dem Prinzip von Glaubwürdigkeit, aber auch von einer ausgewogenen Balance beruht. Und die Bundesregierung hat sich auf die Fahnen geheftet, und zwar nicht nur diese, sondern Sie können das eigentlich über Jahrzehnte zurückrechnen, sich im Bereich von Rüstungskontrolle und Abrüstung nicht nur zu engagieren, sondern das zu einem Ziel ihrer Außen- und Sicherheitspolitik zu machen. Und es ist bitter, wenn man sieht, dass geltende Rüstungsbegrenzungsverträge, wir sprachen über INF, der START-Vertrag liegt in der Luft, dass die entweder in Frage gestellt werden, aufgelöst werden oder deren Verlängerung kritisch hinterfragt wird. Und genau dort ist anzusetzen. Also wenn wir über Abrüstung reden, dann muss sie natürlich auf einem ausgewogenen, balancierten Niveau passieren. Und da, glaube ich, müssen wir ansetzen beim Thema Rüstungskontrolle, Abrüstung und Proliferation. Ich glaube aber auch, alles, was auf diesem Weg dahin die Instabilität in einer fragilen internationalen sicherheitspolitischen Architektur, die Instabilität fördert, oder man könnte auch sagen, die Stabilität in Frage stellt, ist angesichts der Tatsache, dass es heute wesentlich niederschwelligere Möglichkeiten gibt, Krise und Konflikte vom Zaum zu brechen, im hohen Maße gefährlich. Und das meinte ich nicht einfach nur so als ein La Polar, als ich sagte, diese anderen Dinge, die ich aufzählte, Cybersecurity, beziehungsweise vor allem Biosecurity, ein Thema, was wir hier völlig ausblenden, das sind die Dinge, die uns eigentlich in den sicherheitspolitischen Think Tanks wirklich echt den Schlaf rauben. Denn dort werden schon jetzt und zukünftig noch mehr Waffen mit einem unvorstellbaren Vernichtungspotenzial, mit einer Vernichtungsmöglichkeit, relativ billig und auch zum niederschwelligen Einsatz konstruiert, geplant und vorbereitet. Und wenn das dazu führt, dass internationale Konflikte leichter vom Zaun gebrochen werden können, weil man da so schleichend hineinrutscht und wir dann in einer Konfliktsituation sind, wo ein Atomwaffenstaat möglicherweise sagt, naja, um dem jetzt zu begegnen, setzen wir möglicherweise, bevor es schlimmer wird, vielleicht doch eine taktische Nuklearwaffe ein, um dann mal zu gucken, dass der Konflikt sehr schnell beendet wird. Das sind Dinge, die wirklich im hohen Maße gefährlich sind. Also müssen wir andersherum rangehen und müssen sagen, wie können wir zumindest in einem gewissen Teil der Welt, nicht für die ganze Welt, Regionen von Stabilität schaffen? Und der europäische Raum ist in weiten Teilen ein stabiler, sicherheitspolitisch gedacht stabiler Raum. Und da gehen Abrüstungsmaßnahmen nicht nur im nuklearen Bereich, sondern auch im Bereich von Cybersecurity und natürlich auch im Bereich von konventionellen Waffen nur auf der Ebene des gegenseitigen Vertrauens und gleichmäßiger Abrüstungsbemühungen. Und das ist eine im Grunde genommen eine ganz, ganz einfache Rechnung. Wenn eine Seite einseitig sich von einer bestimmten Fähigkeit verabschiedet und sagt, wir hoffen darauf, dass durch diese vertrauensbildende Maßnahme die anderen dann schon nachziehen, dann kann ich nur sagen, Politik ist gerade im internationalen Bereich weniger von ethischen Gesichtspunkten geprägt, auch die unsere, sondern viel stärker machtpolitisch von Interessen. Und das halte ich für ein außerordentlich gefährliches Spiel. Auch wenn ich mir ganz ehrlich, auch als Christ in Uniform, was ganz anderes wünsche, aber realpolitisch gesehen halte ich eine einseitige Form eines Verzichts von einer Fähigkeit in einem solch labilen, ausbalancierten Gefüge für außerordentlich gefährlich. Und deshalb, das war mein Petitum in meiner Keynote, bin ich gegen eine Form des Austritts aus der nuklearen Teilhabe, so wie sie jetzt im Augenblick diskutiert wird. Was wir aber müssten, und damit will ich schließen, wir müssen viel stärker gucken, wie wir die atomaren Potenziale weiter abrüsten und wie wir Alternativen schaffen zur Abhängigkeit von unserer Sicherheitsstrategie von den USA. Und deshalb habe ich auf die Rede von Macron vom Februar 2020 hingewiesen, die dort einen interessanten Ansatz offeriert, für den es aber Zeit braucht. Ja, vielen Dank. Ja. Um nochmal kurz darauf zu reagieren,
das, was Sie sagen, dass ein sozusagen einseitiger Austritt wirklich mehr Instabilität schaffen würde, da wäre ich ganz bei Ihnen. Und da kommt ja aber gerade der Verbotsvertrag ins Spiel, der so ein unglaublich hochpotenzielles Werkzeug sein kann. Denn er bietet eben die Möglichkeit, dass auch Staaten, die noch Atomwaffen sitzen, beitreten und mit den anderen Vertragsstaaten, namentlich mit, also zum heutigen Zeitpunkt nur Nicht-Atomwaffenstaaten, ein Protokoll aushandeln, was von diesen Nicht-Atomwaffenstaaten dann auch überprüft werden würde und so die Möglichkeit schaffen würde, dass sozusagen mehrere Atomwaffenstaaten gleichzeitig beitreten und dieses Vertrauen schaffen, was vor dem Völkerrecht dann gelten würde, was vor der UN gelten würde, und dann gegenseitig gleichzeitig abrüsten. Was Besseres kann es doch eigentlich nicht geben, oder? Also das ist doch, dass ich, wenn es funktioniert, natürlich vorausgesetzt, dass es funktioniert, ist es doch das, wie es laufen müsste, in meinem Verständnis nach. Dann noch eins, da können Sie gerne, würde mich interessieren, was Sie dazu sagen, aber noch ein zweiter Punkt, den Sie ansprechen, wenn Sie sagen, es stehen da ganz andere Bedrohungen im Raum, die in den politischen Thinktanks diskutiert werden, und da sind wir in Europa sicher vor, weil wir sozusagen hier noch die Atomwaffen haben, ist das für mich eine sehr unglaublich egozentrische Weltsicht, weil was ist denn mit denen, Gebieten auf der Welt, die keine Atomwaffen haben? Sie sind dann Pech gehabt oder müssen die dann auch Atome aufrüsten? Und ist das wirklich das, was wir wollen? Kann ja vielleicht auch nicht der Weg sein. Also ist die Frage immer, Sicherheit, ja, mag sein, aber für wen denn? Und nur für uns finde ich nicht richtig. Kurz darf ich direkt darauf antworten? Herr Rock, damit wir dann auch das Publikum dazu holen. Ich mache es ganz schnell. Also da hätten Sie mich missverstanden oder ich habe mich vielleicht missverständlich ausgedrückt. Das ist mir überhaupt nicht um eine egozentrische, nur auf Europa oder die westliche Welt bezogene Position geht, überhaupt nicht. Sondern ich glaube vielmehr, dass die Wahrscheinlichkeit, die niederschwellige Wahrscheinlichkeit, Gewaltmittel einzusetzen, und zwar in vielfältigen Formen, einfach gewachsen ist. Durch neue Technologien, aber auch dadurch, dass das sicherheitspolitische Umfeld instabiler geworden ist insgesamt, vor allem seit 2014. Das ist mein Petitum. Also ich glaube nicht, dass wir uns hier ausruhen dürfen unter einem nuklearen Schutzschirm nach dem Motto, die anderen haben es halt nicht, die haben halt eben Pech gehabt. Also das überhaupt nicht. Und das andere ist, ich muss ehrlich sagen, ich kann mir nicht vorstellen, mit Blick auf die Nuklearstrategie Frankreichs und Großbritanniens, die ich so ein bisschen kenne, mit der russischen, mit der ich mich jetzt auch in letzter Zeit etwas mehr beschäftigen musste, dass die sich einem solchen Atomwaffenverbotsvertrag, gerade die Russen und Chinesen anschließen würden. Würden sie es tun und würden sie dem beitreten und wären sie mit dabei? Das wäre allerdings eine interessante Geschichte. Aber vor dem Hintergrund, dass wir es hier nicht mit demokratischen, sondern freundlich ausgedrückt mit autoritären Staaten, wahrscheinlich sogar mit diktatorischen zu tun haben, ist das für mich, ehrlich gesagt, politisch kaum vorstellbar. Gut, herzlichen Dank für den Augenblick Ihnen nach Hamburg. Patrick Schnabel, können wir einen oder auch zwei Fragen mit einfließen lassen? Ja, gern melde ich mich als Anwalt des Publikums zu Wort. Es gibt schon einige Kommentare, aber auch zwei konkrete Fragen. Und ich würde mal mit den konkreten Fragen beginnen. Die eine richtet sich an Professor Rock. Sie haben Atomwaffen als politische Waffen und die NATO als ein politisches Bündnis bezeichnet und ihre Stärken aufgelistet. Wenn man sich nun aber die beiden militärisch stärksten Mächte der NATO im Moment anschaut, nämlich die USA und die Türkei, stimmen dann die Prämissen noch? Und wenn nicht, welche Auswirkungen hat das auf das Vertrauen, das wir in die nukleare Teilhabe überhaupt haben dürfen? Die zweite Frage richtet sich an Frau Brüggen. Und zwar, wie stark sind denn die zivilgesellschaftlichen Kräfte, die ICAN in den Staaten unterstützen, die selbst Atommächte sind? Ist es ein Phänomen außerhalb der Atommächte oder auch innerhalb der Atommächte? Gut, dann, Herr Rock, fangen wir mit Ihnen mit der ersten Frage an, wenn Sie mögen.
Ich versuche es ganz kurz zu machen, mit welcher Sorge ich auf die Politik in den USA gucke. Das habe ich ja bereits deutlich gemacht. Und kaum weniger sorgenvoll kann man auf die Türkei schauen. Und tatsächlich ist es so, gerade was die Türkei betrifft, gucken Sie jetzt mal gerade die Auseinandersetzung mit Griechenland im Mittelmeer an. Da wird einem schon Angst und Bange, denn beide sind ja nun Partner in der NATO. Ich frage mich allerdings, wie man auf beide einwirken könnte, wenn sie eben nicht Teil der NATO werden. Und dort gibt es tatsächlich Gesprächskreise, Kanäle und auch Formen der Zusammenarbeit mit Amerikanern. Ich arbeite zum Beispiel eng gerade mit einem amerikanischen Think Tank zusammen. Da kann ich Ihnen sagen, unterhalb des Radars, also außerhalb dessen, wo man offiziell kommuniziert, da sehen die und betrachten ihre eigene Politik außerordentlich kritisch. Und wir können das machen, weil wir durch eine gemeinsame Vergangenheit hier auch ein gemeinsames Vertrauen aufgebaut haben. Da sind nicht alle so, dass es also politische Abenteurer sind. Das Vertrauen in die nukleare Teilhabe meint übrigens nicht, dass wir unter diesem, so stark ein militärisches Vertrauen in dieses Prinzip, sondern mehr, und das habe ich ja versucht deutlich zu machen, es ist ein politisches Ferment, was für die Stabilität im Bündnis und die Stabilität innerhalb Europas enorm wichtig ist. Und ein Austritt, ein einseitiger, würde zu massiven Irritationen führen, gerade eben auch bei den osteuropäischen Partnern, gerade bei Staaten, die sich stark von Russland bedroht fühlen. Schauen Sie sich gerade ins Baltikum, schauen Sie auf das, was gerade in Weißrussland passiert, und schauen Sie sich an, wie die russische Regierung dort agiert. Und um diese Faktoren geht es. Also was wir jetzt gerade in dieser Situation nicht bräuchten, wäre eine weitere Diskussion über den Zusammenhalt des Bündnisses und über die Glaubwürdigkeit der Partner. Und das war das Petitum, was ich hierbei unterstreichen wollte. Vielen Dank. Jetzt zur zweiten Frage an Sie, Frau Brücken. Ja, eine sehr berechtigte Frage, die sich natürlich stellt. Dazu kann ich nur darauf verweisen, dass ICAN ja eine Kampagne ist, bei der ganz viele Partnerorganisationen Mitglied sind und sozusagen Kampagnenmitglieder stellen. Und da gibt es auf der ICAN-Website so eine wunderbare Karte, wo alle Länder rot gefärbt sind, auf denen es ICAN-Partnerorganisationen gibt. Und da ist eigentlich mittlerweile fast die ganze Welt rot. Also es gibt Partnerorganisationen auch in den Atomwaffenstaaten und tatsächlich, ohne da jetzt irgendwie wirklich ganz wissenschaftlich darüber urteilen zu können, würde ich sagen, dass die Zivilgesellschaft in manchen Atomwaffenstaaten sogar noch aktiver ist, weil die Bretter da deutlich dicker zu bohren sind, als in manchen Nicht-Atomwaffenstaaten, wo es eher nur darum ging, die Regierung dazu zu bringen, dieses Thema überhaupt auf deren Agenda zu setzen. Und dann war aber relativ schnell klar, dass sie diesen Vertrag auch unterschreiben würden. Und dann ist es eine Frage der Zeit, bis es ein nationales Gesetz, nationales Recht umgesetzt wird, sozusagen, also ratifiziert wird. Das heißt, gerade in den USA gibt es eine sehr starke Bewegung, die auch mit den Ärzten und Ärztinnen und Medizinerinnen zusammenarbeitet. Und auch in anderen Atomwaffenstaaten ist die Zivilgesellschaft ziemlich aktiv dabei, und wenn Sie sich dafür interessieren, gibt es auf der ICAN-Website eine Liste aller Partnerorganisationen nach Ländern gegliedert, und da können Sie einfach mal gucken, wer da alles dabei ist. Das kann ich Ihnen jetzt aus dem Kopf nicht sagen. Ja, vielen Dank. Gibt es noch? Ja, jetzt gibt es im Grunde zwei Bitten um Kommentare, also eher Statements, aber auf die Sie dann gerne reagieren mögen. Das Erste, nukleare Abrüstung ist erforderlich. Wenn man aber, wie kürzlich in der Landeskirchlichen Wochenzeitung, das Teuflische an Atomwaffen nur auf westlicher Seite verortet, liegt man falsch. Druck auf Russland wäre wichtiger als Druck auf die Bundesregierung. Im Übrigen ist die nukleare Teilhabe auch ein Beitrag zur Nichtverbreitung. Das ist der erste Kommentar. Der zweite, die Vorbereitung von Trägermitteln und die Ausbildung deutscher Piloten für den Einsatz von Kernwaffen sind ein klarer Verstoß gegen den 2+4-Vertrag, in dem Deutschland sich völkerrechtlich verbindlich verpflichtet hat, auf Herstellung, Besitz und Verfügungsgewalt über Kernwaffen zu verzichten. Mit der technischen Teilhabe verspielt Deutschland so Ansehen und Glaubwürdigkeit. Ja, vielen Dank. Sage ich erstmal jetzt unbekannterweise an Sie, die Sie sich da beteiligt haben.
Ich würde mal denken, dass vielleicht die letzte Frage auch eine Frage ist, die eher auf oder an Herrn Rock gerichtet ist. Aber die erste Frage, denke ich, wer mag von Ihnen reagieren? Also wenn Sie wollen, nur ein ganz kurzer Hinweis, was den 2+4-Vertrag betrifft. Da hat sich Deutschland verpflichtet und ist auch festgeschrieben worden mit gutem Grund, nicht selbst Atommacht zu sein. Das heißt, keine eigenen Atomwaffen zu produzieren und nicht selber auch einzusetzen. Und das ist der feine Unterschied. Deshalb ist es nicht völkerrechtswidrig, wenn die Trägermittel, also die Flugzeuge, von Deutschland gestellt werden, weil das ist, ja, es ist eine, man könnte sagen, eine nicht eine juristische Lücke, sondern es ist eine Interpretationsfrage, es ist kein Völkerrechtsbruch, sondern es folgt einer ganz, ganz klaren Linie. Ich habe von dem zweiten Schlüssel gesprochen, dass es sich um amerikanische Atomwaffen handelt, die aber von deutschen Flugzeugen und vor dem Kalten Krieg oder während des Kalten Kriegs auch von deutscher Artillerie, es gab auch sogar atomare Landminen, die auch zum Thema der nuklearen Teilhabe gehörten, eingesetzt werden können. Also da muss man vorsichtig sein in der Diktion. Deutschland hat hier nicht das Völkerrecht gebrochen, weder vor 1990 noch danach. Frau Hinrichs. Also ich habe einen Artikel in dem Heft Wissenschaft und Frieden, wo Herr Hahnfeld sich damit auseinandersetzt. Ich finde es gleich mal. Die Überschrift ist: Nukleare Teilhabe ist völkerrechtswidrig. Ein Widerspruch zur anderslautenden Behauptung der Bundesregierung. Er sagt also, die gegenwärtige Debatte über die Neuanschaffung von Trägerflugzeugen für den Einsatz der in Büchel stationierten Atomwaffen führt erneut zur Frage, ob die nukleare Teilhabe überhaupt mit dem Völkerrecht und dem deutschen Recht in Einklang steht. Er sagt, die Frage ist zu trennen von dem wiederholt vorgebrachten Argument, dass Völkerrecht nur eine geringe politische Bedeutung hat, weil seine Durchsetzung nur erzwungen werden kann, wenn der UN-Sicherheitsrat entsprechende Maßnahmen anordnet. Das geschieht dann nicht, wenn nur einer der Veto-Staaten seine Interessen gefährdet sieht. Nach dem Grundgesetz bindet jedoch das Völkerrecht die Bundesregierung und die Bundeswehr und setzt ihrem Handeln deutliche Grenzen, die auf dem Rechtsweg durchgesetzt werden können. Soweit die Einleitung. Und am Schluss sagt er dann ganz klar, nach Artikel 20 Absatz 3 des Grundgesetzes sind die Bundesregierung und alle Soldatinnen der Bundeswehr ausnahmslos an dieses Recht gebunden. Sie können ihre Teilnahme an einem Atomwaffeneinsatz nicht rechtfertigen. Alle für den Atomwaffeneinsatz Verantwortlichen wären in diesem Fall wegen Völkerrechtsverbrechen strafrechtlich zur Verantwortung zu ziehen. Das ist also eine dezidiert andere Meinung. Bernd Hahnfeld ist Richter in Ruhe und Gründungs- und Vorstandsmitglied der Lawyers Against Nuclear Arms, also IALANA. Ich würde gerne zwei Punkte, die hier angesprochen wurden. Es gibt keine Verfügungsgewalt und keinen Besitz über Nuklearwaffen auf deutscher Seite. Insofern, es gibt natürlich, die Verfügungsgewalt liegt beim amerikanischen Präsidenten und ohne dessen Zustimmung liegen die halt unter amerikanischer Aufsicht. Also, aber dass es im Völkerrecht natürlich unterschiedliche Meinungen gibt und dass es auch so eine Meinung gibt. Aber die andere Frage ist, darf ein deutscher Soldat Nuklearwaffen einsetzen? Das ist jenseits der Frage, ob Deutschland mit der nuklearen Teilhabe Völkerrecht gebrochen hat oder nicht. Das ist die Frage dann eher die Frage des humanitären Völkerrechts. Und da wird es ganz interessant, weil da die deutsche Haltung sehr eigenartig ist. Die sogenannte Taschenkarte humanitäres Völkerrecht von 2008, in der für die Soldaten der Bundeswehr sozusagen die wesentlichen humanitär-völkerrechtlichen Regelungen zusammengefasst werden, sagt klar, dass deutschen Soldaten, dass zu den verbotenen Waffen, deren Einsatz deutschen Soldaten nicht erlaubt ist, auch Atomwaffen gehören. Und ich habe nie ganz verstanden, wie diese Aussage vom Völkerrechtsreferat, nämlich eines Verteidigungsministeriums oder wer auch immer, formuliert, wie das sozusagen vereinbar ist mit dem, was mit nuklearer Teilhabe, aber vielleicht kann Herr Rock dazu was sagen. Also das ist für mich immer das Rätsel, wie kann man den Soldaten sagen, eigentlich ist es verboten, aber ja. Tja.
Mögen Sie noch mal kurz, Herr Rock? Also ich kann zu vielem was sagen, aber nicht zu diesen völkerrechtlichen Feinheiten. Und Sie haben natürlich recht, wenn es um das humanitäre Völkerrecht geht, dann wird's kritisch. Wir nehmen das aber hier auch mal auf in Hamburg und gucken uns das mal genauer an und unterziehen es auch nochmal einer Bewertung, was da auf dieser Taschenkarte, wie die Sie eben hat, ansprachen, von 2008 steht. Aber Tatsache ist, es geht um die Frage, dass Deutschland keine Verfügungsgewalt hat. Und das ist das Entscheidende. Und deshalb nicht unter den Nuklearmächten zählt. Und deshalb ist es meiner Ansicht nach relativ klar. Ich möchte an dieser Stelle, weil die Zeit leider schon wieder um ist, allen Mitwirkenden, auch Ihnen in Hamburg, ganz herzlich danken für Ihre engagierten Beiträge, für Ihre Beiträge auch, die Sie jetzt sozusagen aus dem Off haben einfließen lassen. Herzlichen Dank dafür. Für mich bleibt letztlich heute Abend, wenn ich das so sagen darf, ein Stückchen Hoffnung bestehen, wo Sie, Frau Brücken, auch über die zivilgesellschaftlichen Bewegungen in den Nuklearwaffenstaaten gesprochen haben. Das, glaube ich, ist ein Stückchen Hoffnung und Sie sind international vernetzt, sodass auch sozusagen wir von deutscher Seite aus, zivilgesellschaftlicher Seite in Kontakt stehen und dass insgesamt eine weltweite Bewegung geben kann. Wenn ich nochmal auf die politische Seite gehe, da würde ich eher etwas hoffnungsloser aus dem Abend und zur Zeit die Situation einschätzen, denn ich denke, Verhandlungen, das hat die Vergangenheit gezeigt, setzen immer Vertrauen voraus. Und zwischen Ronald Reagan und Michael Gorbatschow hat es irgendwann diesen Vertrauensvorschuss gegeben und sie konnten miteinander über solche Dinge, über Abrüstungsfragen reden, bis hin zu vertraglichen Abschlüssen. Und ich glaube, und da würde ich mal sagen, das ist vielleicht auch die Chance für die Bundesregierung, da ihr Verhandlungsgeschick auch Richtung Osteuropa, Richtung Russland weiter in die Waagschale zu werfen, um da zu neuen Formen der Kooperation oder auch der gemeinsamen Sicherheit zu kommen, wenn das auch die hier schon viel beschriebenen dicken Bretter und die ganz, ganz kleinen Schritte sind. Also insofern ist das ein Thema, was wir heute Abend nicht abschließen werden, was uns weiter erhalten bleibt und wir sicherlich an unterschiedlicher Stelle auch der Beteiligten wieder neu aufnehmen werden. Herzlichen Dank also nochmal Ihnen allen und auch Ihnen für Ihre Beiträge. Alles Gute Ihnen, die Sie hier teilgenommen haben.